Weiter geht's. Also, dass sich daraus ein Wort bildet, ist anscheinend sehr unwahrscheinlich. Und wenn, ist mir noch kein Sinn gekommen, was das für ein Wort sein sollte. ST ist okay. So. STI. Stiff. 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 So, bleibt ja nur noch die Schlange über. Ich glaube, wir haben eine falsche Platte erwischt. Außerdem müssen wir sie abwechseln. Muss ich wieder zurück auf den Ibis oder was? Ich kann auch nur die. Oh, die kann ich auch noch zweimal benutzen. Oh, das ist nicht dein Ernst. Anscheinend. Okay, dann muss es irgendwie eine Lösung dafür geben, aber sie erschließt sich mir leider nicht ganz so. Vorher versuche ich nochmal die Libelle. Ah! Libelle. Oh ja, super. Fisch. Ich glaube, wir haben eine falsche Platte erwischt. Außerdem müssen wir sie ab... Grimpf. Also ein Wort. Weiß ich nicht. Das ist sehr unwahrscheinlich. Okay. Ich versuch's nochmal. So, Stier. Fuchs. Ein Tiger ist das, ja, stimmt. Dann der Ibis. Dann der Fuchs. Dann das Wildschwein. Dann die Hexe. Dann die Libelle. Wo war denn jetzt die Libelle? Die Ach da, die Libelle war da. Okay. Stier, Ibis, Wildschwein, Libelle. Okay, sie ist einmal rumgegangen, sozusagen. Er hatte dummerweise den Tiger, den Fuchs, die Echse. Er hat das ausgelassen. Ja, dann würde jetzt Heuschrecke oder Schlange. Ich versuche die Heuschrecke. Wow, geschafft. Bin gespannt, was uns da drin erwartet. Ich jetzt auch. Sieh dir das an. Was ist das? Wasser? Das ist eine unterirdische Zisterne. Ein Bewässerungs- und Kanalisationssystem, das vor über 10.000 Jahren errichtet wurde. Sensationell! Und das ist radioaktiv. Siehst du dieses Leuchten? Wetten, dass sich das, was ich suche, in dieser Zisterne befindet? Was hast du vor, reinspringen? Quatsch, ich bin doch nicht lebensmüde. Ich müsste irgendwie den Geigerzähler nach unten ins Wasser bringen, um Messungen durchzuführen. Du springst. Na dann lass dir mal was einfallen. Wurzeln. Lange, dünne Wurzeln. Ach, jetzt spiele ich Emrim. Okay. Na, guck mal hier. Ah, nee, halt. Erstmal schneiden wir uns die Wurzeln ab. Dann binden wir die langen, fasrigen Wurzeln lassen sich prima am Geigerzähler festknoten. Na dann. Lass mal die runter. Wurzeln sind lang genug und der Geigerzähler ist fest angebunden. Ich denke, ich kann eine Messung riskieren. Okay, also diese Sachen sind wirklich sehr, sehr einfach. Aber dafür sind die Rätsel etwas schwieriger. Oh, das klingt aber übel. Ich wusste es. Der Geigerzähler schlägt aus. Dieser Ort ist seit mehreren tausend Jahren unberührt. Das beweist, dass die radioaktive Strahlung von damals stammen muss. Aber wie ist das möglich? Woher soll ich das wissen? Zumindest könnte das die Erklärung sein, weshalb das Volk alles zurückgelassen hat. Wir sollten uns hier nicht länger als nötig aufhalten. Zu gefährlich. Ich habe meinen Beweis. Lass uns verschwinden. Kümmern wir uns um Max. Wir werden doch bestimmt erwartet. Wir müssen schleunigst weg. Die werden sicher bald auftauchen. Wie du meinst. Na. Hörst du das? Scheiße. Das müssen sie sein. Schnell, zum Wagen. Ja. Die parken natürlich. Weißt du, wer die sind? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass sie hinter uns her sind. Warum hat Max sich mit dem Volk vom Nadelberg beschäftigt?
Frühgeschichte ist doch gar nicht sein Gebiet. Gute Frage. Er hat sich übrigens auch noch für andere untergegangene Kulturen interessiert. Antworten findest du in seinen Unterlagen. Ist randvoll die Kiste im Kofferraum. Oh, Scheiße. Ja, auch unbedingt sein. Was ist passiert? Stehen wir... Oh mein Gott! Imre! Ich muss hier raus! Verdammt, der Gurt klemmt! Oh, natürlich, das musste ja so kommen! Dass der Gurt klemmt? Na klar. Nina, ich bin Nina, ja. Und du? Ein Lichtschalter. Der Schalter für die Innenraumbeleuchtung. Oh ja, machen wir mal Licht an. Wow! Oh, ja. Ein Wackel-Elvis. Mackie Messer wäre mir lieber. Och Mann, ein Handschuh. Ich habe noch nie ein Handschuhfach gesehen, in dem wirklich Handschuhe lagen. Abgeschlossen. Ach, na toll. Dort liegt ein Behälter aus Plastik. Könnte eine Lunchbox sein. Da komme ich ja gar nicht. Da komme ich nicht dran. Das dachte ich mir. Ein Radio. Na los. Ich habe im Moment wirklich keine Lust, Radio zu hören. Ach, Menno, du bist aber nix zufrieden. Lenkrad. Das Lenkrad. Da komme ich nicht dran. Kommst du überhaupt dran? Sonnenblende. Dass man da seinen Ersatzschlüssel aufbewahrt, halte ich für ein Gerücht. Gucken. Ein Kamm und eine Parkscheibe. Emres Taschenmesser könnte ich jetzt eher gebrauchen. Nehmen wir doch erstmal alles raus. Oh, er hat einen Stielkamm, damit kann ich es doch bestimmt mal schauen, ob ich das Schloss vom Handschuhfach damit knacken kann. Na dann. Ich kann. Na super. Scheint ein ganz normaler Gliedermaßstab zu sein. Ah. Unter Handwerkern ist allerdings der Begriff Zollstock verbreitet, um dumme Kommentare zu vermeiden. Ja, aber Gliedermaßstab stimmt schon, weil Zoll ist ja keine akzeptable Einheit mehr. Ja, jetzt habe ich den Zollstock. Komme ich vielleicht damit an die Lunchbox? Was soll ich mit der Lunchbox? Emres Lunchbox. Mal sehen, ob was Brauchbares drin ist. Butterbrot. Besteck und Butterbrot. Besteck? Oh. Ein Messer. Nina. Nee. Hä? Ja, ich wollte mich jetzt losschneiden, aber... Das geht wohl nicht. Die Tür klemmt, aber ich könnte durch die zerstörte Frontscheibe raus, wenn mich der Gurt nicht daran hindern würde. Wo ist denn der Gurt, Mensch? Ach, da. Okay. Den finde ich nämlich nicht. So, Sicherheitsgurt. Freiheit, ich komme. Bong. Wo ist denn Emre? Emre ist gar nicht mehr im Auto. Ach, das ist bestimmt zensiert. Das muss die Kiste von Max sein, die Emre in Sicherheit gebracht hat. Nehmen wir die mal mit. So, nun sitzen wir hier. Und was machen wir hier? Ach, ich kann gar nichts anwählen. Mal schauen, ob mir der Inhalt weiterhilft. Ist da ein Auto drin, zufällig? Leer. Achso. Toll, ich wollte gerade sagen. Emres Aufzeichnung. Ein Roughbox. Die Nazca-Linien. Stonehenge. Der Komplex von Kuikulko. Die Himmelsscheibe von Nebra. Alles Unterlagen über untergegangene Völker. Und auf allen Bildern ist ein Kreis zu sehen. Aber was hat das mit dem Verschwinden von Max zu tun? Tja, keine Ahnung. Gucken wir mal im Roughbox. Es funktioniert noch. Die Dinger sind zum Glück sehr robust. Ja, okay. Aber dann mal zurück zum Desktop. Bin ich doch gerade, nicht? Ich will hier besser nichts an den Einstellungen ändern. Okay. Ich öffne mal das E-Mail-Programm. Die letzten Mails stammen von einem gewissen Cicero63 oder auch Kikaro63, wie der gebildete Lateiner sagen würde. Richtig. Ich bin auf Ihren Beitrag im Forum gestoßen. Sie beschäftigen sich also mit Kulturen, für die der Kreis im Mittelpunkt des rituellen Lebens stand und fragen sich, warum diese Kulturen untergegangen sind. Ich kann Ihnen vielleicht die Antwort liefern, aber nicht per Mail. Ich fürchte, man überwacht mich. Warum ich mich ausgerechnet an Sie wende? Wegen Ihrer Arbeit über die Himmelsscheibe von Nebra. Gewagt und außergewöhnlich. Wir müssen unbedingt reden. Cassandra hat eine Entdeckung gemacht, die die Welt verändern wird.
Das war die letzte Mail, aber Max hat unter dem Kontakt etwas abgespeichert. Cicero 63 ist gleich Michael Anderson, San Francisco, Palace of Fine Arts, Restaurator. Ein Restaurator? Was kann der Wichtiges herausbekommen haben? Und was bedeutet das mit dieser allwissenden Cassandra? Max hat außerdem einen Termin angelegt. Treffen 12.08. um 15 Uhr, Palace of Fine Arts. Tja. Der 12., das ist übermorgen. Ich muss rausfinden, was Max sich vom Treffen mit diesem Restaurator versprochen hat. Wenn ich rechtzeitig in San Francisco sein will, sollte ich mich allerdings beeilen. Ja, vor allen Dingen zu Fuß. Oh, na gut. Von der Türkei nach San Francisco zu Fuß. Und dann mit dem Flugzeug. Mein Name ist John Smith und ich bin Ihr Kapitän auf diesem Flug. Hallo. Wir lassen Istanbul gerade links hinter uns liegen und nehmen Kurs auf Amsterdam. Von dort geht es dann direkt nach San Francisco. Unsere Flugzeit wird circa 16 Stunden betragen. Meine Crew und ich wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt an Bord. 16 Stunden. Ich könnte auf der Stelle einschlafen, aber ich muss die Zeit nutzen und schauen, was sich noch alles auf dem Notebook von Max befindet. Oh ja. Frühgeschichte, Antike, Mittelalter. Max hat sich mit allen Epochen beschäftigt. Seltsam. Was ist das? Der Brand der Bibliothek von Alexandria. Max hat herausbekommen, dass geheime Schriftrollen von Archimedes in den Flammen vernichtet wurden. Niemand wusste, was sich auf diesen Schriftrollen befand. Aber Max hat weitergeforscht. Er hat Tagebucheinträge eines arabischen Kaufmanns gefunden. 8. Mai 1475. Die Söhne meines Bruders haben in einem ausgetrockneten Flussbett bei Alexandria etwas gefunden. Eine Amphore, wie Gelehrte sie benutzen. Sie ist gut erhalten. An-Nasir, mein Bruder, hat es den Kindern untersagt, die Amphore zu öffnen. So mancher Gelehrte würde dafür viel Gold geben. 27. August 1475. Mein Bruder ist mit der Karawane zu einer Reise in das Land der Ungläubigen aufgebrochen. Er hat die Amphore mit sich genommen. Wir beten zu Allah, dass sie einen guten Preis erzielt. 4. Dezember 1476. Der Nil ist nun schon zweimal über seine Ufer getreten. So lange haben wir nichts mehr von unserem Bruder An-Nasir gehört. Was ist mit ihm geschehen? Seine Karawane ist längst heimgekehrt. Einer der Kaufleute hat gesagt, dass er ihn zuletzt in Florenz gesehen hat. Ist sie gerade eingeschlafen? Was ist denn jetzt los? Das kann nur ein Traum sein. Ich hatte eigentlich deinen Meister erwartet, Bursche. Wo ist er? Das muss An-Nasir sein, der arabische Händler aus den Aufzeichnungen von Max. Er ist beschäftigt, aber er versichert euch sein Interesse an der Amphore. Von leeren Worten werden meine Söhne nicht satt. Ich bin hier, um Handel zu treiben, nicht um zu reden. Wie viel ist er bereit zu zahlen? Mein Meister wird den Preis zahlen, den ihr nennt. Aber er muss die Amphore vorher sehen. Gebt sie mir. Ich werde sie ihm bringen. Das ist ganz bestimmt die Amphore, die den Brand von Alexandria unbeschadet überstanden hat und die dieser An-Nasir in Florenz verkaufen will. Gut, ich will sie dir überlassen. Dein Meister ist mir wohl bekannt. Ich habe schon viele Geschäfte mit ihm gemacht. Ich vertraue ihm. Das könnt ihr auch. Wenn ihm die Amphore gefällt, wird er euch fürstlich belohnen. Ich muss ihm folgen. Ich muss wissen, was in der Amphore ist. Wenn Max sich damit beschäftigt hat, muss etwas Wichtiges darin enthalten sein. Halt, stehen bleiben! Was? Was ist? Wer? Meint ihr mich? Ich sehe hier sonst niemanden. Natürlich meine ich dich, du dreckiger Halunke. Sie können mich offenbar nicht sehen. Warum? Was habe ich getan? Du bist ein Dieb. Du hast eine Amphore gestohlen. Wo ist sie? Bei Allah, meine Söhne haben sie gefunden. Weit weg von hier, in meiner Heimat. Sie gehört mir. Ich frag dich nur noch ein einziges Mal. Wo ist die Amphore? Wo hast du sie versteckt? Der Verbleib der Amphore geht euch nichts an, Ungläubiger. Lasst mich los! Wir werden dir zeigen, was uns etwas angeht. Du wirst reden. Das verspreche ich dir. Okay. Nina ist jetzt also eine gedankliche Zeitreisende geworden. Mist, der Bursche mit der Amphore. Er ist weg. An-Nasir ist meine einzige Chance. Nur er weiß, an wen er die Amphore verkauft hat. Dort sind die Stadtwachen mit dem Händler hineingegangen. Mist, von innen verriegelt. Also, fassen wir nochmal zusammen. Ich befinde mich im mittelalterlichen Florenz. Es ist Nacht, es schneit, es ist fürchterlich kalt
Und es ist alles nur ein Traum. Aber obwohl mich in diesem Traum anscheinend niemand sieht, kann ich leider nicht durch Wände gehen. Na, ich toll. Muss einen Weg da hineinfinden und herausbekommen, an wen der Händler die Amphore verkauft hat. Der Inhalt der Amphore scheint Teil des Rätsels zu sein, dem Max auf der Spur war. Wenn ich ihn wiederfinden will, muss ich wissen, was in der Amphore ist. Jupp, da ist was dran. Und ich habe mein Handy. Ich habe ein Handy dabei und meine normalen Klamotten an. Komisch. Aber so sind Träume nun mal. Meistens jedenfalls. Vielleicht hat sich das Handy ja wegen der damit verbundenen Erinnerungen an die jüngsten Ereignisse in mein Unterbewusstsein geschlichen. Diese verrückten Klingeltöne, die Max dauernd herunterlädt, können einen aber auch wirklich bis in den Schlaf verfolgen. Wie auch immer. Was kann ich denn damit machen? Nichts. Okay, schade. Dach, Schornstein, Wäscheleine, Schild. Ja, dann fangen wir doch mal an. Hier hinten gibt's erstmal was. Hier hinten gibt's Schnee. Hier liegt jede Menge Schnee. Nehmen wir noch mal was mit. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt für eine Schneeballschlacht. Och, gönnt's einem auch gar nichts. Ein Fenster. Der Fensterladen ist geschlossen. Doch durch einen Spalt kann ich die Wachen im Inneren des Kerkers sehen. Ja, dann guck dir's doch mal an. Was machen die denn da Schönes? Ich bekomme die Fensterläden nicht auf. Du sollst ja auch nur durchs Fenster gucken. Och, Mann. 3 schwere Fässer. Hui. Sie werden von einem dicken Tau zusammengehalten. Ah, okay, das Tau kann ich wahrscheinlich jetzt nicht nehmen. Okay. Ein Laden. Zum Marktplatz, schmale Gasse, noch mehr Schnee. Och, so viel Schnee. Das ist ein kleines Geschäft. Ich habe mal was darüber gelesen. Zu den Geschäftszeiten öffnet der Verkäufer die Klappen und verkauft seine Waren direkt auf der Straße. Ja, das ist praktisch. Die Bretter des Ladens sind mit Eisenbeschlägen verstärkt und die Klappe ist mit einem Schloss gesichert. Da helfen meine bescheidenen Kräfte nicht weiter. Nee. Was steht auf dem Schild des Ladens? Gewürze, Pilze, Kräuter. Endlich kann ich meine beim Italiener um die Ecke erworbenen Sprachkenntnisse mal zum Einsatz bringen. Gut, Fungi hätte ich auch noch. Aromi, okay, das hätte ich vielleicht noch in irgendeiner Form vielleicht noch interpretieren können. Aber Erbe? Nö. Erbe, das hätte ich nicht gewusst. Da war Wasser, ich hab's gehört. Ja, hier kann ich eigentlich gar nichts benutzen. Eine Wäscheleine. Ich komme nicht ran. Ja, kein Wunder. Ein Haken. 2 stabile Haken. Ach, sogar 2. Die kann ich nicht aus der Wand ziehen. Warum das denn nicht? Was kannst du denn? Auf dem Dach liegt reichlich Schnee. Na, sowas. Kommst du aufs Dach? Ich komme nicht ran. Hier ist auch mehr Schnee. Kannst du den nehmen? Hier liegt jede Menge Schnee. Ja, nimm das mit. Ist nicht der... Kann ich die Tür aufmachen? Ah, nee, stimmt, die war ja verriegelt. Schon gut. Da wird Anna... Ja. Oh. Ja, Schnee, 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 Haken, Dach, Schornstein. Gehen wir doch erstmal in die schmale Gasse. Ich sollte erst versuchen, Anasir zu befreien. Vielleicht Marktplatz? Ach, da kann ich hin. Hä? Okay, ohne Katze. Breite Gasse, das andere war eine schmale Gasse. Hier stehen verschiedene Kisten und Fässer auf einer Holzpalette. Sie sind mit einem starken Netz gesichert. Kann ich das Netz mitnehmen? Das Netz wurde fest und straff um die Kisten und Fässer gebunden. Na toll. Geht wohl nicht. Eine Statue. Oh, die hält ein Schwert. Ich will die Statue. Eine Statue aus Bronze. Ich komm da nicht ran. Komm da nicht ran. Nee, 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 nee. Eine Katze. Sie sieht abgemagert aus. Nimm mit. Katzen kann man immer brauchen. Ich will mich nicht zerkratzen lassen. Hört der da, will mich nicht zerkratzen lassen. Alte Memme. Okay, ja. Was haben wir denn da noch? Ein Holzrad. Was damit kann man den Lastenaufzug bewegen. Den da? Damit werden Waren nach oben zum Kontor transportiert. Oh, kann ich das nutzen? Es ist von einer dünnen Eisschicht überzogen. Ich kann's nicht drehen. Oh, na Menno. Ein Karren. Ein leerer Karren. Er scheint sehr schwer zu sein und das Rad wird von einem Holzkeil blockiert. Kann ich den rausnehmen? Wahrscheinlich. Der Holzkeil verhindert, dass der Karren wegrollt. Und jetzt nicht mehr. Ah, ich wette, so komme ich dann auf das Holzpodest. So, schätze ich doch mal.